Dramen sind vor allem durch die Unterteilung in Akte und Szenen gekennzeichnet. Auffällig sind aber auch die Nebentexte und die Sprechweise der Figuren. Und das sehen wir uns in diesem Video genauer an, also dann mal los. Nicht nur die Unterteilung in Akte und Szenen, sondern auch Nebentexte charakterisieren Dramen. Da ein Drama in Dialogform verfasst ist, muss immer darauf hingewiesen werden, wer gerade spricht und was die entsprechende Person tut. Ansonsten fällt es dem Leser schwer, der Handlung zu folgen und das Gesagte der richtigen Person zuzuordnen. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Lehrer: Hast du deine Hausaufgaben? Schüler: Ja, natürlich. Schüler lächelt schüchtern. Dieses kurze Beispiel zeigt, dass der Verzicht auf Nebentexte fatal wäre. Wir als Leser hätten in diesem Fall nicht gewusst, wer welchen Part spricht. Auch der Hinweis "Schüler lächelt" ist wichtig, denn so lässt sich einordnen, welche Beziehung zwischen Schüler und Lehrer besteht. Des Weiteren lässt sich eine Charaktereigenschaft des Schülers ableiten. Er ist nämlich schüchtern und hat Respekt vor seinem Lehrer. Also, Nebentexte sind grundlegender Bestandteil eines Dramas und du solltest diesen immer Aufmerksamkeit schenken. Für die Analyse von Dramen sind aber nicht nur die Nebentexte, sondern auch die Sprechweise der Figuren von Bedeutung. In Dramen gibt es nur zwei Möglichkeiten, dem Zuschauer Informationen zukommen zu lassen, nämlich durch Dialoge und Monologe. Dialoge geschehen immer zwischen zwei oder mehreren Personen. Monologe hingegen werden von einer einzelnen Person vorgetragen. Figuren in einem Drama werden durch alles charakterisiert, was mit bzw. durch sie innerhalb des Stückes passiert. Beispielsweise können sie in Gesprächen mit anderen Personen Informationen über sich preisgeben oder sie erzählen ihre Gefühle oder Gedanken durch einen inneren Monolog. Neben dieser offensichtlichen Analyse lassen sich aber Rückschlüsse auf die Figur schließen, wenn wir uns die Handlung der Person genauer ansehen. So können wir schauen, ob die Handlungsweise der Figur zu dem passt, was sie angekündigt hat, zu tun. Zeigen ihre Handlungen womöglich, dass die Person lügt? Wir können auch überprüfen, ob die Handlung der Figur zu ihrem Charakter passt. Die Redeweise zeigt uns auch, ob die Figur mit einem Dialekt oder einem Akzent spricht, was Rückschlüsse auf ihre Herkunft ermöglicht. Mit den bereits genannten Informationen lassen sich, aus der Sprechweise der Figur, folgende drei Analysepunkte zu ihr herausarbeiten. Erstens der Charakter. Ist die Figur tapfer oder feige? Wirkt sie gut oder böse? Ist sie eher klug oder dumm? Und welche Werte vertritt die Figur? Zweitens das Aussehen. Wie wird die Figur beschrieben bzw. wie wirkt sie? Eher hübsch oder hässlich, stark oder schwach? Und drittens das Umfeld. Hier kann auf die Herkunft der Figur angespielt werden, das heißt, woher kommt sie? Ist die Figur arm oder reich? Wie bzw. in welcher Beziehung steht sie zu anderen Personen der Handlungen? All das sind hier mögliche Fragen. Gerade für den letzten Punkt macht es Sinn, sich eine Figurenkonstellation zu erstellen. So kannst du festhalten, wie die Figuren zueinander stehen, wie sie sich begegnen, aber auch wie sie miteinander umgehen und wer mit wem redet. Natürlich ist auch die Entwicklung der Figuren spannend. Dies alles sind ebenfalls Aspekte für deine Dramanalyse. Wie du eine Figurenkonstellation erstellst, das zeigen wir dir ebenfalls in einem separaten Video. Tippe einfach oben rechts beim i oder auf den Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir nun in diesem und im letzten Video den Aufbau eines Dramas erläutert haben, kommst du hier zu unserer Zusammenfassung zur Dramanalyse. Also einfach hier tippen, Abo dalassen und in dem Sinne bis bald, mach's gut und ciao!